Sorge dich nicht wegen deines Traumes, Baldere. Wie kann er von deinem Tod sprechen, wenn dieser nichts anzutun vermag? Was Ragnarök angeht, nun, es lautet in ferner Zukunft, und wenn es kommt, dann hast du mein Wort, dass ich dich und alle, die wir lieben, schützen werde. Ragnarök betrifft uns nicht, es ist für alle anderen. Odin vor nicht allzu langer Zeit zu Baldur. Machen wir auf weiter. Schnell, wir sind fast da. Ruhig, Fake. Es wird uns nichts nützen, wenn wir erschöpft vor den Toren des Feindes stehen. Surt hat unseren Sohn, der strahlende Baldur, verraten. Kümmert dich das denn nicht? Das tut es wohl, und Surt wird einen hohen Preis dafür zahlen. Aber wir dienen unserer Sache nicht durch rücksichtslose Eile. Der Tyrann von Muspelsheim hat einen Plan. Und ich möchte das Netz, das er spinnt, kennen, bevor ich mich darin verfange. So spricht einer, der unser Kind nicht an der Brust stillte, es nicht im Arm hielt, als es schlief. Du wärmtest das Bett deiner Frau, während ich deinen Sohn hielt. Du warst nur zu gern bereit, ihn in meine und Freyas Obhut zu geben, als der Ruf des Abenteuers zu groß wurde, um zu widerstehen. Nun zügele dein Herzensfeuer. Er mag gefangen sein, aber in den neuen Welten gibt es nichts, was Baldur Schaden zufügen könnte. Doch es gibt etwas. Leg einen Zahn zu. Sieht aus wie die Erweiterung, oder? Ich verstehe nicht, wieso ich die schon spielen kann. Der Wicht weigert sich zu gestehen. Deshalb wartet er in Fesseln auf unsere Rückkehr. Wir spielen das einfach mal. Ketten gelegt, genau wie sein Sohn. So wie er unseren Sohn in Ketten gelegt hat. Wenn er sich wirklich mit Surt verschworen hat, wird er meinen ewigen Zorn kennenlernen. Wird er das, Harvey? Oder wirst du ihm wieder verzeihen, damit er noch mehr Leid über uns bringen kann? Du liebst deinen Blutsbruder zu sehr, obwohl er dir nichts als Kummer bereitet hat. Wir haben uns gegenseitig Kummer bereitet. Harvey, sieh dort! Verbrannt, ihre Leichen als Krähenfutter zurückgelassen. Ein wahrlich düsteres Omen. Komm, vergeude deine Zeit nicht an die Toten. Wir hätten mehr tun sollen. Ganz Asgard hätten wir versammeln sollen, als Muspels Volk ins Svartalfheim einfiel. Du hättest unseren Sohn nie herkommen lassen dürfen. Er wollte diesen Krieg verhindern. War das nicht ein hehres Ziel? Asgard, der Verrat des Baumeisters war noch frisch. Wir mussten es wieder aufbauen, unsere Toten ehren. Es gab wenig Verlangen nach weiteren Konflikten. Als Surt in Alfheim einfiel, sagtest du genau das Gleiche. Jetzt gibt es die Alben nicht mehr. Gräbst du jetzt wieder alte Geschichten aus? Du hättest eingreifen müssen, König von Asgard. Damals und heute. Stattdessen ist Surt zu kühn geworden und unser Sohn könnte der Preis dafür sein. Sag das nicht, Freyk. Wir werden ihn schon finden. Sieht auf jeden Fall schon mal, ja, dass man mal von der Weitsicht sehen kann, schon mal ganz nett aus hier. Was haben sie getan? Fliegende Steinchen. Die Stadt liegt in Trümmern. Es ist schlimmer, als ich dachte. Sie haben dieses Land mit Flammen und Schwert gezeichnet. Baldur. Fokussieren. Lava. Er ist hier in der Nähe, Harvey. Ich spüre es. Du spürst es? Das Band zwischen Mutter und Kind. Etwas, das du nie verstehen wirst. Jetzt folge mir. Ja, ich bin keine Mutter, deswegen kann ich das Band auch nicht verstehen. Da hast du recht. Da! Wo ist er? Da entlang? Diese Gebäude stehen leer. Niemand ist hier. Dann haben wir nichts zu befürchten. Dort, in dem Haus da. Er war hier. Ich kann ihn noch spüren. Bist du sicher? Fühlst du es nicht? Komm, er muss hier lang gegangen sein. Ich möchte jetzt mal einmal kurz den Kleptoman machen. Vielleicht gibt es ja hier schon neue Sachen, die man hier sich mal einfach mal gönnen kann. Sieht ja auf jeden Fall schon mal ganz nett aus hier. Ich sehe keine Spur von Baldur. Nein, aber ich fühle, dass er hier war. Es ist dir stärker als zuvor. Beeil dich, Harvey. Wir sind ihm auf der Spur. Wenn dein Gefühl dich nicht trügt, dann sollten wir ihm weiter folgen. Tja, Gefühle. Man riecht es doch. Der stinkt doch bisher. Wo bist du, mein Sohn? Wenn sie dir auch nur ein Haar gekrümmt haben. Hab Vertrauen, Fake. Wir bringen ihn in Sicherheit. Du wirst sehen.
Diese Stadt schlummert unter einer Decke unruhiger Stille. Wo ist der Feind? Kümmere dich nur um unseren Sohn. Er ist in der Nähe. Ich spüre es deutlich. Er war hier. Der Geruch seiner Haut, seiner Haare. Es ist, als wäre er erst vor einem Moment gegangen. Es könnte weitere Spuren geben. Halte Wache. Ich werde oben nachsehen. Mhm. Was ist das für ein Ort? Also, finde heraus, was mit Baldur geschehen ist. Das werden wir jetzt machen. Indem wir ab und zu mal ein bisschen Odins Auge walten lassen. Oh, was haben wir denn da hinten? Mal untersuchen. Schau mal nach oben. Vielleicht gibt's ja da was. Zwei Stück. Was ist das denn, Wiese? Ein Mistelzweig. Ein Mistelzweig. Sie wissen Bescheid. Ach du Scheiße. Gehen wir mal hier hinter. Was ist das denn für ein Schreibtisch? Wer schreibt dies? Oh. Was du es, geliebter Bruder? Welcher Bruder? Wem leben wir? Brief mit Brandflecken. Mach dir gar nicht erst die Mühe, seine Zähne zu ziehen oder ihm die Augen auszurupfen. Weder Feuer noch Eis noch irgendwelche andere Werkzeuge können ihm etwas anhaben. Nein, suche stattdessen die Eiche auf. Nimm die Ernte des goldenen Sichel von ihren Zweigen. Nichts anderes kann zu ihm durchdringen. Dessen bin ich mir sicher. Ami, Sie sind da! Der Feind jagt heran! Ich darf hier. Ich komme! Begib dich zu Frick! Frick! Ich würde jetzt einfach aus dem Fenster springen, aber hier gibt's ja keins. Haha, obwohl da. Bisschen minimal, aber für den dicken Eivor leider nicht möglich. Schauen wir mal, was geht ab? Mein Sohn Unhold. Er wartet dort zum Vergnügen meines Herrn. Aber vielleicht nicht so hübsch wie in deiner Erinnerung. Harvey, da sind noch mehr. Mach deine Klinge bereit. Gerne doch, endlich mal kämpfen. Zack, zack, zack. So, ich glaube, wir müssen wieder wahrscheinlich doch den Schwierigkeitsgrad nach oben drehen, weil wir sind ja einfach zu overpowered hier mit allem drum dran, mit meiner Waffe und alles. So, begib dich zu Thronsaal. Der ist ein bisschen weiter weg. Komm, wir gehen mal. Sieht aus wie die... John Constantine, hallo? Sieht doch aus wie die Erweiterung, oder? Ich glaube schon. Die konnte ich heute auf einmal herunterladen. Ich weiß nicht warum. Die soll ja erst morgen starten. Aber ich kann's schon spielen. Wahrscheinlich die anderen auch. So, dann gehen wir mal zum Thronsaal. Der ist da hinten. Und da müssen wir natürlich ab und zu mal ein paar Feinde kalt machen hier so. Ui, gucke mal. Ein Pfeil im Auge. Wie viele müssen wir noch besiegen? Was hast denn du da? Kannst du damit umgehen, mein Freund? Okay, der will es auch. Und der will es auch wissen. Oh, er hat mich getroffen, aber ich ihn auch. Noch viel tödlicher. So, was sind das eigentlich für Blumen, aus denen hier so ein blauer Dunst rauskommt eigentlich? Dünstige Blumen? So, da seht ihr ja jetzt schon so eine kleine Fähigkeit, die ich hier mit meiner Zwielichtrüstung habe. Ist jedes Mal dann so laut, wenn die Eisbrocken von oben kommen. Das ist halt, wenn ich hier irgendwie einen tollen Abschuss mache, einen tollen Kill, dann kommen diese Eisbrocken von oben. Du bist tot. Ja,
sind halt neue Gegnertypen, ne? Aber die kennt man ja trotzdem irgendwoher. Sind halt nur anders verkleidet gerade, habe ich das Gefühl. Aber es sieht sonst schon mal, so von der Weitsicht, sieht das schon mal sehr, sehr nett aus, ne? Hier so ein goldener Berg hier und dann so eine Wurzel. Fliegende Steine. Da sind wir an der Pforte zum Thronsaal. Dass wir unsere Klingen kreuzen. Dies wird das letzte Mal sein. Ja, dann bin ich ja glücklich, ne? So ist das. Und er hat da erstmal so richtigen fetten Angriff gemacht. Da kriegt man schon ein bisschen Respekt, mein Freund. Ich muss erstmal gucken, was ich für Fähigkeiten habe. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen trainieren. War überhaupt nicht auf die Erweiterung aus hier. Aber ja, ich spiele auf normal. Und der geht gut weg. Also ich sag ja, wir müssen eine Schwierigkeitsgrad höher machen. Ich mach die jetzt weg. Zack. Vorbei mit dir. Sowas Absurdes. Harvey, hinter dir! Siehst aus, als könntest du ein Schläfchen vertragen. Erledigen. Sein Ende ist noch nicht gekommen.